Alle Rote Rosen-Fans müssen jetzt stark sein. Jerry Quarting alias Hendrik Althaus verlässt die Serie, vorerst. Vor wenigen Tagen gab Jerry Quarting bekannt, eine Pause bei der beliebten ARD-Telenovela einzulegen. In so vielen Szenen durfte ich Hendrik Althaus Stück für Stück kennenlernen. Und ich kann sagen, ich mag dich sehr, Hendrik. Nun nehmen Hendrik und ich aber mal eine längere Auszeit voneinander. Bis bald, lieber Hendrik. See you soon. I'll be back for you, schrieb er unter ein Foto bei Instagram. Jerrys Fans müssen aber nicht lange traurig sein. Schon bald werden sie den 45-Jährigen wieder im Arztkittel sehen, denn Jerry steht offenbar für die jungen Ärzte vor der Kamera, ein Ableger des Dauerbrenners in aller Freundschaft. Das verrät ein neues Bild auf Instagram. Der Schauspieler fragt seine Fans: Nanu, wo bin ich denn hier gelandet? Und die wissen es sofort. Es handelt sich um das Johannisthal-Klinikum, das Krankenhaus, in dem die jungen Ärzte ihren Patienten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ab wann wir den sympathischen Schauspieler in seiner neuen Rolle sehen werden, ist noch nicht bekannt. Aufgrund des Drehvorlaufs wird es vermutlich im kommenden Jahr sein. Klar ist aber, dass alle Rote Rosen-Fans nur vorübergehend auf Jerry Quarting verzichten müssen.